Südwind, Institut für Ökonomie und Ökumene. Auf der Agenda stehen Strategien für eine gerechtere Weltwirtschaft. Ein Thema: Zwangsarbeit. Schätzungsweise 27 Millionen Menschen sind von Zwangsarbeit betroffen. Überall auf der Welt. Das bedeutet, dass sie zumindest zeitweise nicht frei darüber entscheiden können, wo sie arbeiten, was sie arbeiten und wie viel sie arbeiten. Dass ihnen Pässe abgenommen, Geld verweigert oder körperliche Gewalt angetan wird, um Arbeitsleistungen zu erzwingen. Zwangsarbeit gibt es in der Industrie, im privaten Sektor, in der Landwirtschaft, auch in Europa, etwa bei Erntearbeiten. Moderne Sklaverei betrifft vor allem Arbeitskräfte, die besonders schutzbedürftig sind. Frauen, Kinder, Migrantinnen und Migranten. Die eben in andere Länder auswandern, um dort zu arbeiten. Die sind oft Arbeitsagenturen ausgeliefert und kommen dadurch in Zwangsarbeit, die nicht von dem jeweiligen lokalen Recht abgedeckt sind. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir nicht nur nationales Recht haben, das Zwangsarbeit verbietet, sondern auch internationales Recht und internationale Abkommen, die solche Missstände in globalen Arbeitsverhältnissen und globalen Lieferketten wirksam unterbinden. Zwangsarbeit steckt in vielen Produkten mit komplexen globalen Lieferketten. Elektronik, Lebensmittel, Textilien. Viele dieser Produkte werden auch in Deutschland verkauft. Und bei den wenigsten Händlern sind die Lieferketten durchgehend transparent. Die Zulieferer der globalen Unternehmen, die können ihre Preise auch deshalb niedrig halten, weil Löhne niedrig sind. Löhne sind niedrig, weil eben auch Menschen in Zwangsarbeit in den Lieferketten arbeiten. Zwangsarbeit lohnt sich. Diejenigen, die andere Menschen zur Arbeit zwingen, erzielen schätzungsweise 150 Milliarden Euro pro Jahr an Mehreinnahmen. Zwei Drittel davon stammen aus dem Handel mit erzwungenen sexuellen Dienstleistungen. Der Rest kommt überwiegend aus Zwangsarbeit in Fabriken, Minen und dem Bausektor. Zwangsarbeit allein durch gezielten Konsum zu verhindern, ist schwer. Aber was muss passieren, damit Menschen in bessere Arbeitsverhältnisse kommen? Je mehr wirklich die Menschen in Deutschland und in Europa einfordern, dass die Produkte menschenwürdig und nachhaltig hergestellt worden sind, desto höher ist das Interesse der Unternehmen, das auch glaubwürdig nachzuweisen. In manchen Ländern hat der öffentliche Druck schon deutliche Erfolge erzielt. In Malaysia hat das Engagement von Öffentlichkeit und Organisationen dazu geführt, dass Zwangsarbeiterinnen in der Textilindustrie entschädigt wurden. In Usbekistan hat der Einfluss von Politik und Institutionen die Zwangsarbeit auf den Baumwollfeldern praktisch gestoppt. Südwind hilft, solche Impulse zu stärken und zu verbreiten. Also Südwind versteht sich erstmal als Teil der Zivilgesellschaft. Wir sind Partnerorganisation von vielen Nichtregierungsorganisationen in den Produktionsländern. Wir versuchen das, was unsere Partner dort erleben, untersuchen, an politischen Forderungen formulieren, hier gegenüber Unternehmen, gegenüber der Öffentlichkeit, gegenüber der Politik bekannt zu machen. Das ist so ein wichtiges Standbein. Und dann versuchen wir natürlich zusammen mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen, zum Beispiel in der Kampagne für saubere Kleidung, Lobby- und Advocacy-Arbeit zu machen, also richtig uns in Dialoge reinzubegeben mit Unternehmen, in Bündnisse reinzubegeben, die auch gegenüber der Politik dann gewisse Forderungen erhebt und auf diese Weise eben dazu beizutragen, dass sich die Bedingungen in den Produktionsländern verbessern.